Fühlt euch wie zu Hause beim dritten Part Let's Play Zelda Breath of the Wild. Okay, es ist wieder hell geworden, sehr schön. Wir sind auf der Suche nach den Schreinen und einen sehe ich da oben links bereits. Ein bisschen auf dem Berg. Den könnten wir als nächstes in Beschuss nehmen, aber ich wollte noch ein bisschen erkunden in der Tat. Im letzten Part haben wir in diesem Schrein die Bomben erhalten. Ja, kurz mal vormachen, werfen und dann sprengen wir das hier weg. Aber Achtung, hier war ein ungemütlicher Gegner. Eieiei. Wenn wir erstmal aus diesen komischen Ruinen raus sind. Alter, versteck dich. Untersuchen. Da gucke ich mal auf der Karte, weil ich möchte auch, naja, ich sag mal, da wo ich keine Schreine gesehen habe, trotzdem mal Ausschau halten. Let's take a look. Also pass auf. Alter, wie soll ich da hinten hinkommen, ey? Ich kann mich ja jederzeit teleportieren und das mache ich jetzt auch hier. Pass auf! Da hinten der Krötenteich und so, das muss ja auch irgendetwas beinhalten. Da muss ja irgendetwas sein und ich würde mich gerne einfach mal umschauen, denn das Spiel besteht aus Erkunden. Ja, ich muss ja jetzt nicht zwingend jeden Dungeon nacheinander abklappern und irgendwann ist das Spiel vorbei, ja? Das ist jetzt auch nicht repräsentativ, was das ausdrücken möchte. Dafür ist das Game einfach zu groß und zu gut und zu hübsch für das, was, ja, man kann einfach so viel mehr machen. So, jetzt muss ich gerade nochmal runter. Soll ich es auf die Schnelle? Ich überlebe das nicht. Ich überlebe das nicht. Ich traue mich nicht. Ja, die Welt ist halt auch schon sehr weitläufig. Ich hätte jetzt, wo ich gerade oben war, direkt mal gucken können, aber wir gucken zu Fuß, was der Krötenteich zu bieten hat. In welche Richtung geht's da? Hier sind wir richtig. Wald der Seelen? Ich weiß nicht, es könnten Gebiete sein, wo wir erst später hin müssen. Oder optionales? Kein Plan, lass es uns herausfinden. Ohne Flachs, Leute, ohne Flachs. So, wenn die Wächter hier alle Stand eben untersuchen. Zeug geben. Ich weiß noch nicht, wofür ich das brauche, aber ich nehme es mit. Hinten sehen wir auch wieder dieses Luftschiff. Ob wir da mehr erfahren? Ich denke nicht. Das ist der erste Schrein. Da sind zwei Truhen. Interessant. Aber wie kommen wir da ran? Wäre das schlau? Ups. So schon mal gar nicht. Das noch weniger. Dann nimm mal geröstete Pilze. Regeneriert gar nicht so viel. Hatte ich mir erhofft. Auf die Gefahr hin, dass es nicht wirklich was bringt. Ja, was machen wir denn da am besten? Vielleicht auch mit einer Fähigkeit, die wir erst noch bekommen. Zumindest diese Hauptskills hätte ich halt sehr gerne, ne? Da geht's zu Schloss Hyrule, aber nur mit dem Paragleiter. Link, deine Ausdauer. Ich meine, meine wäre nicht besonders viel besser. Alter, da wollen wir nicht runter. Vergiss es. Ja, vielleicht kommen wir von der Seite auch. Vielleicht kann man hier einfach drüber kraxeln, statt den Totenfluss. Lass es uns herausfinden. Mein Name ist genauso Hase wie eurer. Ich heiße aber nicht Hase. Doch. Ja, da wird wieder gefightet. Was machen die denn? Ein Wildschwein? Die wollen sich ihr Essen verdienen. Ach, ich hätte mich anschleichen sollen. Wildschwein, hilfst du mir jetzt? Das wäre echt toll von dir. Aufpassen, ey. Zack! Nicht mehr so viel Energie. Bockstock. Waffentasche ist voll. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. So. Und du noch. Wenn das nicht wieder eine geile Truhe gibt, dann weiß ich auch nicht. Jeha! Ich bin mir sicher, alles optional, aber trotzdem
Lass mitnehmen, ne? Lass mitnehmen. Da hätten wir ein Opal. Ist doch bestimmt irgendwie zum Geld machen, oder? Was willst du denn sonst damit? Ganz im Ernst. So, ein wunderschöner, idyllischer Wald. Im Atem der Wildnis. Wo wir uns auch unser Fleisch so verdienen können. Jede Wette, oder? Alter, ich dachte, er will mich attackieren. Eichel? Ja. Nehmen wir mit. Ah, die Framerate kommt ein bisschen ins Stocken. Ausdauerling, aha. Füllt als Kochzutat die Ausdauer auf. Das klingt gut. Da hinten machen sie wieder Action. Da ist aber auch ein Braten. Kann ich den stehlen? Kann ich den essen? Ja, sie haben mich bemerkt. Grillwild. Erstmal snacken, oder? Geil. So, ansonsten kein Bock gerade zu kämpfen. Ich gehe mal weiter. Wenn ich mich jetzt bei jedem Bocklins aufhalte, dann wird das bis heute Abend nichts. Folgen die mir noch? Idioten. Tschüss. Dreh doch um, los. Was willst du noch von mir, hä? Ich könnte hier ein bisschen was. Wie viel habe ich denn an? Ja, lass doch ein bisschen was in die Hand. Und die alle in die Hand. Und ablegen. Wir werden aber weggefetzt. Sind die jetzt trotzdem gegrillt? Nee, sind sie nicht. So ein Ärger. Verdammter Wind. Was ist denn hier los? Ups. Oh, da ist Dynamit. Ich kann es mir eigentlich einfacher machen. Ich habe auch keine Pfeile. Dann nehme ich Bomben. Schande. Sekunde. Kurz aushalten. So, warte. Ja, schon ein bisschen besser, was? Hat der noch gar nicht so viel abgezogen? Ups. Der Wind spielt ja auch eine wichtige Rolle, habe ich das Gefühl. Lass nur mal was snacken. Ich fühle mich echt unwohl gerade. Hey, dann halt rohe Äpfel. Was los? Link gönnt sich und die verbrutzeln. Arme Schweine. Sorry für den Waldbrand. Ah, schade, das gute Schwert. Naja, so gut ist es ja doch nicht, wenn es andauernd zerbricht. Ich will nicht hoffen, dass das Master-Schwert zerbricht. Das fände ich irgendwie voll uncool. Hat sich das denn gelohnt? Feuerpfeile mal 5, okay. Gegen kalte Ziele. Ich kann was wechseln? Jetzt nicht wahrgenommen. Ach so. Aha. Na gut, so wähle ich nur den Bogen aus. Warte. Und so die Pfeile, okay. Die hebe ich mir mal noch auf. Die könnten irgendwie mal. Die sind ja ein bisschen special. So, Orientierung. Ich glaube, das wird hier nichts, ne? Wir probieren es von hier aus. Also los. Teleportieren. Ist doch in Ordnung. Bisschen looky-looky gemacht. Alter, was los? Stur von A nach B laufen. Das ist nicht der Sinn des Spiels, ne? Es wird später bestimmt irgendwie noch mehr Möglichkeiten geben, dass wir schneller vorankommen. Nicht nur das Pferd, sondern auch, ja, weiß nicht, vielleicht irgendwelche Vögel? Wenn es schon Teleportation gibt, was willst du mehr, Nash? Schrein des Lebens. Also genau genommen ist das der erste Schrein. Ich verstehe voll und ganz. Schaffst du? Goodie.
Schade, dass an der Zitadelle der Zeit kein Warp-Punkt ist. Hätte sich angeboten, oder? Ja, ich weiß ja schon. Nie ganz ausschöpfen lassen. I know that, Leute. Die Ungeduld in mir. Da kann ich auch wieder ein paar leckere Äpfel holen. Bei dem kann ich braten in aller Ruhe. Warte. Die Axt. So ein paar Nahrungsmittel in Ehren, ne? So. Jetzt können wir es nochmal probieren. Hyrule Gras. Nee. Nimm das Zeug hier. Ups. In die Hand. In die Hand. Und Aussauerling. Oder einen zurücklegen. Einen. Oder warte. Als Kochzutat. Ich weiß auch nicht so recht. Dann machen wir das doch nicht. Wir müssen den kochen und das ist hier nicht... Hier ist ja nur Rösten, wisst ihr. Legen auch nur die rein. Schön abkühlen lassen, Link. Ich hasse solche Sprüche von wegen, ja, es heiß, hat Essen so an sich. Ich lasse Essen immer abkühlen, weil ich hasse heißes Essen. Also im Sinne von, es dampft noch. Was? Bis wann möchtest du warten? Kann man die Zeit vorspulen? Wie es einem passt, oder wie? Nice. Probieren wir es von der Seite aus, Leute. Hinter der Zitadelle, da waren wir auch noch nicht. Gleich sind wir da gewesen. Das sage ich euch. Und wer weiß, vielleicht tut sich hier etwas. Ist ja durchaus ein legendärer Ort. Mann, Leute, wenn ich drüber nachdenke, dass in Link to the Past von dem Tempel eigentlich quasi nichts mehr übrig ist, ne? Da ist es ja so gewesen. Nur noch ein paar Trümmer und in der Mitte das Masterschwert. So, da ist unser Ziel. Wie zum Teufel sollen wir da hinkommen? Da hoch? Geht das? Versuch macht klug, hä? Let's do this! Nicht lang schnacken, Kopf in Nacken! Kann man schon vorstellen, dass manche von dem Abenteuer irgendwo, ich will nicht sagen überfordert sind, aber es ist halt ganz was anderes, ne? Wer sich denkt, ich will ein neues Zelda im Stile von Ocarina of Time oder Majora's Mask, Twilight Princess, Skyward Sword, dem ist ja nicht ganz so, ne? Erhöht die Geschwindigkeit. Auch interessant. Ey, eine Hütte! Krasse Hütte hier. Wer wohnt denn da? Chili. Und eine Holzfäller-Axt. Ah, Waffentasche. Da tun wir mal ausmisten, würde ich sagen. Warte. Achso, hier. Ja, die verdammten Stöcke da. Kannst du wegwerfen. Puh. Lass passen. Jetzt liegt die Route auch einfach hier auf dem Boden. Alles voll gestielt. Topfdeckel. Normalerweise hält dieser Deckel die Hitze im Topf, aber dank des dicken Holzes dient er auch als Schild. Aber nur eine Stärke von 1. Heieiei, dann fange ich damit besser nichts an. Eine Fackel, das ist gut. Zählt wieder als Waffe. Da müssen wir ganz kurz aussortieren, ne? Geht nicht anders. Sorry. Von denen haben wir noch mehrere, deswegen ist es kein großes Dilemma. Ja, wie warten? Ich möchte da Sachen reinlegen. Das probieren wir jetzt. In die Hand. Chili. Brennholz. War da nicht noch was irgendwie? Das waren alles Ausdauerlinge. Spurtling. Und dann nehme ich noch eine Chili.
So, kochen. Was das am Ende wird. Pilzspieß. In diesem simplen Gericht lenkt nichts vom herben Eigengeschmack der Pilze ab. Dank der vielen Farben isst das Auge mit. Füllt er 5 Herzen auf? Krasse Geschichte. Ja, kein Schwein ist hier. Vielleicht ein andermal. Die ganzen Türme noch, ne? Seht ihr das? Von anderen Gebieten. So, da hoch soll's gehen. Ja. Da ist jemand. Das ist ein Abgrund. Im Ernst? Ah, Schande. Ja, das ist nicht so einfach, ne? Was zum... Der alte Mann! So sieht man sich wieder. Was machst du denn da? Dieser Baum sollte gutes Brennholz abgeben, aber ihn in die richtige Richtung fallen zu lassen, ist gar nicht so einfach. Man muss sich vor den Baum stellen, den Blick in die gewünschte Richtung wenden und dann kräftig zuschlagen. Das da, das ist nicht meine Angst, die du bei dir trägst. Du kannst dich gern behalten, aber hilf mir doch bitte beim Baum fällen. Ich bin etwas erschöpft, ich muss mich eine Weile ausruhen. Sag mir nicht, der alte Mann wohnt hier in der Hütte? Ja, und ich bin echt hart drauf, ne? Ich begehe quasi Diebstahl und mache trotzdem die Biege und höre nicht auf das, was er sagt. Obwohl er mir doch so ein diplomatisches Angebot noch macht. Von wegen, du kannst behalten, wenn... Punkt, 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 ja. Ja, Link, lauf einfach den Berg hoch. Lauf einfach hoch. Ja, da sind wir schon wieder in der Zitadelle. Hm. Da wäre der Tempel. Lass mich mal ein bisschen umschauen hier. Badababa. Es fühlt sich nicht wie der richtige Weg an. Bin ich ganz ehrlich. Aber das da ist ein gutes Tor. Hier ist es unerträglich kalt. Wenn du hier verweilst, wirst du langsam aber sicher erfrieren. Zum Glück ist da ein Lagerfeuer, nicht wahr? Alter Schwede. Du bist langsam aber sicher erfrieren. Was ist das denn? Sowas gab's auch noch nicht, ey. Mal sehen, wie lange das Schwert noch durchhält. Alter! Darf mich nicht... Ha, gegrilltes. Kann ich auch sehr gut aufpimpen. Danke, Jungs! Dafür haben sie auch ziemlich lange Waffen. Er ist leider zerbrochen. Nehme ich mal so einen Boblin-Knochen oder was? Der hält wohl nichts aus. Ist wahrscheinlich relativ stark, aber hält nichts aus. So. Alter, es burnt! Jetzt ist mir nicht mehr zu kalt. Obwohl, meine guten Feuerpfeile, ne? Ist die überhaupt? Nö. Zack. Hahaha. Bocklanze. Okay. Erstmal fett looten, ne? Zack, zack. Ganz viel Chili. Ja, das hält ja warm. Hier ist unerträglich kalt. Topfdeckel. Ihr seht ja auch die Temperatur. Links unten, rechts unten, neben der Karte, was gerade so schön gebrannt hat, weil ich im Feuer stand. Moment. Ich habe da so ein paar Ideen. Ich glaube, das Spiel lässt einen viele Ideen, oder? Die Fackel gilt als Waffe. Geht das so? Von wegen, hier ist unerträglich kalt, wenn ich jetzt mal gucke, da unten, bei den Grad Celsius. Mir ist warm, Alter.
Aber wenn es hier so unerträglich kalt ist, müssen wir hier wirklich schon hin. Ich meine, wenn ich an Metroid denke, dann wurden so... Toll. Dann wurden so die Gebiete abgegrenzt. Oh, fuck. Jetzt ist mir wieder zu kalt. Oh nein, was mach ich denn jetzt? Lass dir schnell was einfallen. Was ist das hier? Holzbündel. In die Hand. Dann mit Feuerpfeilen. Geht das? Ablegen? Alter, er erfriert. Rüste mal die aus. Das ist weit hergeholt, aber warum soll das nicht funktionieren, hä? Haha! Gut, man darf nichts drücken, wenn man die Fackel in der Hand hat. Habe ich immer noch als Waffe. Gut. Sind wir denn überhaupt auf dem richtigen Dampfer? Oh, es ist noch ein weiter Weg. Boah, Alter. Ich würde aber auch nicht wundern, wenn hier Gegner antanzen. Wir haben auch viel Chili gegessen. Das wärmt von innen, oder? Oh nein. Ist ja toll. Vielleicht da oben weiter? Aber doch sicherlich nicht mit Fackel. Probieren geht über Studieren. Versuch macht klug, Leute. Ja, ein bisschen weitläufig hier. Ich glaube, hier brauche ich die Fackel nicht mal mehr zwingend. Immerhin sind wir ein ganzes Stück weiter oben. Da burnt auch was. Scheiße, da muss ich klettern, ne? Ich hab dann garantiert nichts mehr, ey. Andererseits, so weit ist es nicht. Schande. Also ess mal deinen Chili-Gemisch da. Grillgeflügel. Wo war denn das? Hilft noch nicht genug. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Wir haben zwar noch Fackeln und Feuerpfeile. Können wir noch irgendwas anderes anzünden? Das Holz. Hätte ich mal mehr Holz gehackt. Das machen wir hier vorne einfach mal. Oh, da oben liegen Felsen. Das sieht echt ungemütlich aus. Wenn ich jetzt mal so schaue. Holzfäller-Axt. Hör nur auf den Rat des alten Mannes. Holzbündel, her damit. In die Hand. Ablegen. Feuerpfeile. Dann crabben wir die... Nein, Mann. Crabben wir die Fackel und setzen unsere Reise fort. Irgendwie fühle ich mich hier unwohl. Nichts wie weg hier. Ich könnte Gegner hier ausschalten, ne, mit den Felsen. Aber es sind keine da. Also hebe ich mir die Felsen noch auf. Rock'n'Roll! Alter... Wollen wir erstmal da hinten hin? Ich bin doch wahnsinnig. Aber so erfriere ich nicht. Gegner halten sich auch in Grenzen. Ich glaube, das ist eine von mehreren Möglichkeiten, wie man das hier schaffen kann. Man kann in dem Spiel einfach so kreativ sein auch, ne? Schon sehr herrlich.
Ja, dann mal sehen, wo uns der Weg hinführen wird. Das Schicksal. Wie sagte der alte Mann? Immer von ganz oben über sich bewahren. Deswegen hinauf! Können wir uns in Ruhe einen Überblick verschaffen und gucken, wo wir lang sollen und wie wir am besten zu den Einzelnen hinkommen, wisst ihr? Wo meine Stimme voll im Arsch. Ja, ich bin immer noch erkältet. Ich höre mich an, als wäre ich hier gewesen, ohne Fackel. Ja. Spiralberg oder was? Spiral Mountain? Oh, er mal wieder! Was zum? Oh. Nachts ist es sehr kalt in den Bergen. Schöne Aussicht. Ja, hier versperrt einem nichts die Sicht. Man kann fast das gesamte Plateau überblicken. Verwende dein Fernglas, um die Schreine zu suchen. Wenn du einen erspähst, setze eine Markierung. Ich muss schon sagen, es ist beeindruckend, dass du es ohne Winterwams bis hierhin geschafft hast. Hier, als Lohn für deine Tollkühnheit schenke ich dir das Winterwams. Yeah! Warme Kleidung der Bergbewohner. Dank des dicken Stoffes und der Handschuhe bleibt die Körperwärme erhalten. So wird ein Schuh draus. Cool. Du willst ihn nicht anziehen? Gefällt dir mein Geschenk etwa nicht? Doch. Nun gut, mach was immer du willst. Bevor du frierst, wirst du es hoffentlich anlegen. Aber sofort, ey. Kälteschutz. Haha, super. Aha. Gut, ich denke, das ist ein guter Zeitpunkt, den Part zu beenden, dann bis zum nächsten Mal, seid wieder dabei. Daumen hoch oder Daumen runter, Breath of the Wild wird immer bunter. Bis dann und ciao!